Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. Wir sind hier wieder bei Manuel und Regina und der Familie. Und tata, Ringo! Ich habe ihn eben gerade hier eingefügt und ja, ich habe dabei eine Feststellung gemacht. Hi Ringo! Na süßer? Als ich ihn in der Tonne angeklickt habe und hier eingefügt habe, habe ich gesehen, dass der gute Hund im Besitz von fast 54.000 Simoleons war. Deswegen haben wir jetzt 77.159 Simoleons hier auf der Uhr. Ist natürlich super, ich weiß ja nicht. Ich nehme an, Erbe vom Felix vielleicht, ne? Dass da auch ein großer Teil an den Hund gegangen ist. Das war mir gar nicht so bewusst. Da hatte ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Naja, gut. Erst einmal zurück zur letzten Folge. Wir hatten ja hier ein gewisses Problem mit dem Schlafrhythmus von den ganzen Deutschen hier. Also gerade Manuel und Regina sind ja komplett aus dem Rhythmus draußen gewesen. Bei den Teenies ging es noch einigermaßen, wobei die sind heimgekommen, waren auch todmüde und alles. Und ja, also, ja, die Nalina hatte einen Freund dabei, den Gerrit, auf den steht sie aber auch nicht. Also, den findet sie ganz neutral als Freund, okay, mehr nicht. Sie hat sich dann ein bisschen mit dem beschäftigt und hat Hausaufgaben gemacht und ja, so das Übliche halt. Marky Boy war zu müde, dem haben wir gerade noch ein bisschen Spaß eingepflanzt hier mit seinem Spiel und dann hat er sich hingelegt. Mir ist dann aufgefallen, dass ich schon ewig nicht mehr drauf geachtet habe, was wollen meine Sims eigentlich? Was haben die denn überhaupt für Pläne? Ich plan und mach und tu hier dauernd, ne, aber weiß gar nicht, was die so wollen. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, Marky Boy. Sein Ziel ist, und das werde ich auch wirklich so dann lassen, er möchte Spieleentwickler werden. Ich weiß nicht, ob ich das jemals nachgeguckt habe, aber ich finde, das ist eine super Sache. Er sollte ja eh nicht auf die Uni, das heißt, vielleicht können wir ihm dann schon mal nebenjobmäßig irgendwie in die Schiene bringen, dass er später dann ein bisschen ne, schon vorgearbeitet hat. Oder, und da müsst ihr mir mal Bescheid sagen, er soll den, könnte auch natürlich erstmal nebenbei noch im Laden vom Papa helfen. Da weiß ich auch noch nicht genau, was ich damit machen will. Gut, also er will erstmal Spieleentwickler werden und die liebe Nalina, was hat die eigentlich für einen Wunsch? Die möchte Weltklasse-Balletttänzerin werden. Ja, hallo, könnte man natürlich auch machen, ne? Ob sie jetzt dafür zum Beispiel studieren muss, ist eine andere Sache. Könnt ihr mir auch nochmal einen Kommentar dazu schreiben? Wie gesagt, noch ist es geplant, dass sie studieren geht. Klar, Tanz und Schauspiel kann man, glaube ich, auch studieren. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Sagt mir einfach mal, was ihr dazu meint, dass wir sie vielleicht noch studieren lassen und ihr dann aber bitte auch, denke ich, diesen Wunsch erfüllen. Dann halte ich mich auch mal wieder ein bisschen mehr an die Vorgaben, die hier so sind. Oder ob wir wirklich sagen, Nalina soll dann doch lieber den Laden übernehmen, weil sie ja auch Laufbahnruhm hat. Würde natürlich auch passen, aber ansonsten würde ich wirklich mal wieder nach den Lebenswünschen der Sims gehen. Habe ich ja auch schon länger nicht mehr gemacht, wenn man es genau nimmt, ne? Am Anfang habe ich mich immer so schön dran gehalten. Und dann gibt es ja auch immer gewisse schöne Karrierebelohnungen, die man mal wieder einheimsen kann. Also sagt mir einfach mal Bescheid, was ihr meint. Ob Nalina jetzt, sag ich mal, ihren Lebenswunsch links liegen lässt und zum Beispiel lieber Laden machen soll. Oder ob wir den Laden verkaufen werden irgendwann. Weil ist ja eh immer so ein Problem, ne? Hin und her und Zeit ist weg. Und ich mich einfach wieder mehr auf die, bei den beiden zumindest mal wieder auf die Lebenswünsche konzentrieren soll. So, das wäre mir ganz wichtig gewesen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, muss sich mal irgendein Mensch, sie ist ja eh müde, kümmert sich noch um den Garten, geht ans Telefon und dann darf sie schlafen. Wir haben jetzt auch Abend, dann passt das. Er hier ist total fit und er hier muss jetzt unbedingt Ringo begrüßen. Das ist mal ganz, ganz essentiell wichtig. Das ist immerhin mal sein Hund gewesen, ne? Darf man ja mal nicht vergessen. Es war mal sein Hund. Gibt's mal ein Leckerchen und dann kannst du mit ihm ein bisschen Stöckchen holen spielen. Apropos, wie geht's denn Ringo gerade? Da sollte ich auch mal gucken, bevor wir hier loslegen. Oh ja, soweit alles okay. Gut. Ich habe mir auch überlegt, ich werde Ringo hier belassen, weil er ist ja doch schon, oder er wird, oder er ist gerade, keine Ahnung. Uldi, gut, morgen dann wahrscheinlich, wenn da steht, Uldi in einem Tag.
Das heißt, allzu lang ist er auch nicht mehr unter uns, nehme ich an. Und den dann noch in die Studentenbude zu verfrachten, wäre ja jetzt möglich. Wir könnten ihn verschenken an die Melissa, ne? Dann denke ich, würde das funktionieren. Oder an Melissa weitergeben. Aber ja, ich weiß nicht, der Stress dann auf der Uni, ob das für den Hund so gut ist. Hier hat er es noch gemütlich und übersichtlich und überhaupt, keine Ahnung. Ja. So, du kannst das Kreuzworträtsel links liegen lassen. Da hatte ich ja gar nicht dran gedacht, dass wir jetzt einen Hund haben. Was brauchen wir für unseren Hund? Ein Knochen wäre gut. Haben wir irgendwo im Inventar vielleicht einen Knochen rumliegen? Wir haben ja immer so viel Zeug im Inventar. Ja, guck doch mal, da haben wir einen Knochen. Knochen. Da vielleicht mal hin. So. Gut, das war's dann auch schon. Ein Knochen, einen Futternapf haben wir, ja, das andere ist, aber Hund braucht, glaube ich, ja sonst nichts, ne, außer Knochen. Oder gibt es noch irgendein Spielzeug für Hund? Ich muss noch mal gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse, aber ich glaube, für einen Hund gibt es außer dem Knochen eh nichts. Nee. Nö, gut, okay. Dann hat sich's damit. Sehr schön. Was macht Nalina? Nalina macht gerade, hat gegessen und darf dann ins Bett. Okay. Gut, nur dass ich hier mal wieder eine Reihenfolge reinkriege. Es ist ja wirklich schlimm momentan. So, du gehst anschließend bitte schlafen. Schlafanzug. So, Marky Boy und macht mit Klecks. Das ist auch in Ordnung. Könntest dir vielleicht auch nochmal was dann zu essen schnappen. Und dann gucken wir mal. Hallo, Ringo. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Ja. Oh, da ist er wieder. Ach, ich finde das schön, dass wir uns entschieden haben, ihn herzuholen. Wäre echt traurig gewesen, wenn er da wirklich in der Tonne versauert wäre oder so. Ach, du bist auch schon wieder fertig. Ja, genau. Geh hoch und schlaf. Willst du auch? Schlafen, jawohl. Jetzt darfst du ja. Ist gut. Und du darfst gleich mit dem Hund noch ein bisschen spazieren gehen und so, damit du auch wieder müde wirst. Ach ja, was für ein Chaos hier, ne? Was ist los, Klecks? Was hast du für... Entschuldigung! Oh Gott, das konnte ich jetzt nicht schnell genug unterdrücken. Der Nies, er musste raus. Ah, meine Nase bitzelt auch wie verrückt. Ich hoffe, da kommt nicht noch mehr. So, wo ist denn hier die Musik an? Ach, da. Ah, okay, du könntest dann mal da ausmachen. Und dann legen wir den Marki. Ach nee, der hat seine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Okay, dann machst du noch Hausaufgaben und gehst dann wieder schlafen. So. Sie schläft. Dann ist er jetzt hier der Einzige, der gerade nicht schläft. Im Haus Stöckchen holen spielen. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt, ey. Ja. Habt ihr das schon erlebt, dass man das im Haus macht? Also, ist mir neu, ne? Ich meine, du kannst doch eh nur bis an die Wand schmeißen. Ja, auch ist das schön. Nur nochmal liebhaben, streicheln. Ja, und dann überlege ich, sag mal, Kommandos. Er kann ja auch schon ein paar Kommandos. Pfötchen geben. Und Männchen machen, genau. Ja, komm, hör jetzt mal auf da. Ich überlege, wenn ich mit Manuel jetzt joggen gehe, ob dann der Hund mit kann. Ich glaube ja. Ich glaube, das werde ich probieren. Dann wird er nämlich auch wieder müde und dann kann er, ne? Ja, gib Pfötchen. Ach, wie süß. Es ist so schön mit euch beiden. Ach, apropos, ich habe... Ah, jetzt ist es raus. Okay. Ich weiß jetzt, warum ich die ganze Zeit da diese Streifen hatte. Ich hatte die Decke eingeblendet und dann, ja. Wind knirsten an, deinen eigenen Schwanz? Oh, Gottchen. Hey, huhu. Warte mal. Nee, 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 du fauler Kerl. Ich wollte jetzt mal gucken, was ist mit, lalalala. Cupcake ist... Wer sitzt da in dem Bett? Niemand. Hier haben wir einen zum Schlafen. Wir bräuchten wahrscheinlich dann noch mal so ein Tierbett. Mal gucken. Wenn ich das da hinstelle, noch so ein Bettchen vielleicht. Mal schauen. Ein Hundekörbchen oder sowas. Das bräuchten wir noch, ne? Könnte mal hier sowas.
Aber das Ding ist glaube ich, na komm, vor 5, das ist also, nee. Dann schon eher sowas, damit das auch einigermaßen, ne, gerecht ist. Was haben wir da? So ein rotes. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe weniger Auswahl als früher. Keine Ahnung. Ja, nehmen wir mal das rote hier. Nee, das passt dahin, ja. Aber... Katzenklo dahin. Aber dann kommen die nicht in die Dusche. Kann man das Katzenklo... Warte mal. Es nervt mich. Aber wenn ich es da hinten hin tue... Ich muss hier was ändern. Echt, das ist doof. Das haut nicht hin. Nee, das Katzenklo müsste... Da stehen bleiben, da kann ich es nicht hinstellen wegen dem... Wo kann ich denn sonst noch das Katzenklo hierhin vielleicht? Aber in der Küche ein Katzenklo haben. Also, eklig, nee. Wo könnte ich das denn hinstellen, Mensch? Hier ist einfach kein Platz. Können wir vielleicht oben noch? Ah, ja, warum nicht, ne? Hier ist ja auch Platz, aber... Nochmal. Oh komm, bleib doch mal so, genau. So, da haben wir Platz. So, jetzt ist, glaube ich, gut aufgeteilt. Ja, doch, so kann man das lassen. Weil ich weiß nicht mehr, ob die Katzen auch in dem Kratzbaum schlafen. Ich glaube nämlich mittlerweile eher nicht. Und, ja. So, guter Mann, du gehst jetzt mal joggen. Was hältst du davon? Ha? Du wolltest doch eh mal wieder was für die Fitness tun. Joggen gehen, genau. Und dann gucke ich mal, ob dann Ringo auswählbar ist, dass er mitgeht. Der kann auch noch ein bisschen Bewegung gebrauchen. Ach ja, jetzt soll ich auch noch joggen. Genau, so sieht's aus. Ja, genau. Hey, ihr zwei geht joggen. Finde ich eine gute Sache. Komm, Ringo, Knochen kauen kannst du später noch. Ringo, geh, komm, auf. Wir gehen ein bisschen Fitness treiben. Ja, jetzt hat nämlich Manuel endlich einen Begleiter. Wenn er ein bisschen fit was machen will. Das finde ich gut. Und er ist ja noch relativ fit. Ich hoffe, die joggen jetzt nicht die ganze Nacht durch. Ja. Er ist doch schon... Ich hätte ihn auch ins Bett packen können, sehe ich gerade. Na, egal. Gut. Die zwei sind weg. Alle anderen sind, glaube ich, am Schlafen. Hoffe ich mal. Heißt, ich werde mal einfach jetzt ein bisschen spulen. Ja, mal schauen, wie die Fische da rumschwimmen. Das sieht toll aus. So, ah, da kommen sie wieder. Sehr schön, genau. Und dann kannst du ins Bett gehen. Willst du das auch? Ja, schlafen, genau. Und Ringo guckt mal, dass er noch irgendwas zu essen kriegt, hoffe ich. Oh Gott, da habe ich ja gar nicht aufgepasst. Doch, geht, funktioniert auch. Prima, müssen wir halt nur drauf achten, da jetzt öfter aufzufüllen und so. Aha. Okay, ja, das, ach Gott. Nalina verliert was. Was ist los? Nalina, bist du wach? Nee, noch nicht ganz. Ja, Interesse an der Fitness. Ja, das kann ich mir denken. Aber wenn sie ja Balletttänzerin werden will... Moment mal. Jetzt muss ich was nachgucken. Haben wir das hier? Hobby? Ah, nee, Quatsch, Erinnerung. Quatsch, da Hobby. Sport. Das passt doch. Aber sie hat noch keine Mitgliedschaften für nix, ne? Das wäre von der Muse geküsst. Das Tanzstudio. Sie ist ja aber auch immer kreativ. Also Kunst und Handarbeit, das müssten wir hinkriegen eigentlich. Ne? Oder war das was anderes? Nee, da unten Musik und Tanz. Aber wo guck ich denn? Ich sehe halt nichts mehr. Ja, hier müssen wir rein. In diesen Club. Und dann kann sie nämlich da schön üben, machen, tun. Das wär's. So. Ich wollte doch spulen, Leute. Lalalala. La. Ihr müsst nämlich gleich... Au. Ihr müsst gleich in die Schule. So. Ah, Mama ist aufgestanden. Gut. Nee, das ist Manuel. Oh Gott, ich kann noch nicht mal mehr die Bildchen unterscheiden. Gut, das machst du schon. Das ist gut. Warum machst du das? Du hast ja noch nicht mal Goldstatus. Was willst du denn jetzt? Noch einen Welpen bekommen? Ja, du hast gerade einen Hund gekriegt und gut ist, ne? Ah, und Ringo hat sich direkt das neue Teil geschnitten. Ah, wir haben ja sogar zwei Näpfe. All das ist ja prima. Gut, dann machst du mal säubern. Beziehungsweise, nee, zieh dir erstmal was an. Und zieh Alltagskleidung. Und dann säubern.
So, was machen die Kinder? Du stehst mal auf. Ach ja, so ist das, ne? Bitte mal duschen. Hunger. Ja, gucken wir erstmal, dass du Spaß bekommst, oder? Warte mal, du könntest hier weitermalen. Das ist eine super Sache. Ja, genau. Du malst weiter. Das macht auch Spaß. Und du musst auch, ja, gut, du schläfst noch ein bisschen. Du darfst dann benutzen und duschen. Hunger hast du nicht unbedingt. Hausaufgaben sind gemacht. Ha, wir werden wieder. Wir werden wieder. Wir werden wieder. Genau, und dann kannst du ein bisschen Fernsehen gucken und dann klappt das auch. Und der Papa darf noch ein bisschen schlafen. Der ist ja später ins Bett. Ja. Gut, das denke ich wird. Ja, zieh dir mal was an, liebe Regina. Sie ist so dick angezogen. Warum bist du so dick angezogen? Wir haben Frühling, laut der Anzeige da unten. Könntest du auch wieder was... Naja gut, können wir das nächste Mal machen. Ja, da kommt... Ah, hallo Cupcake. Guten Morgen. Na, was sagt ihr denn zu dem neuen Mitbewohner hier? So. Komm, Cupcake. Loben für. Möbel nicht zerkratzen. Liebhaben. Streicheln. Ja, das können wir doch gerade mal machen, ne? Und dann gucken wir mal. Hier ist sauber, das ist sauber. Gut, hier muss noch. Aha. Oh Gott, da hat einer nicht aufgepasst. Und dann kannst du das bitte abspülen. Oh, und hier müssen wir natürlich auch loben eigentlich, ne? Loben für Möbel nicht zerkratzen und Liebhaben streichen. Mach das erstmal. So. Ah, die liebe Nalina hat sich einen Kreativpunkt verdient. Und sie kriegt Spaß, ne? Kriegst du Spaß, Mädel? Macht das Spaß? Ja. Ja, wir bemühen uns. Hier sieht es immer noch. Also diese Tapete und so. Echt Oma-mäßig, sag ich mal. Landhausstil. Aber ja, gut. Oh, sie will mit Ringo. Was will sie? Ringo findet einen Job im Showbiz. Ja, das hättest du gern. Und Ringo will einen Job in der Sicherheitsbranche. Du spinnst, der Ringo wird zum Oldie und da wird nichts gemacht. Der ist ein lieber Hund, ein Hund, der das kennt, dass man einfach nur Hund sein darf und das bleibt auch so. Hier gibt's keinen Job. Meine Tiere brauchen keine Jobs. Wir haben genug Geld. Der hat uns so viel Geld eingebracht, ey, das ist der Hammer. So, abspülen. So, was möchte sie denn? Ah, sie möchte wieder flirten und küssen und all so schöne Dinge. Und fit werden willst du? Ja. Geh mal benutzen und Hände waschen. Ach so, was ist mit dem Müll? Den hatten wir rausgebracht. Ja, genau. Dann könntest du noch... Was macht der Baum? Ja, bitte pflegen. Wie sieht's hier aus? Alles noch okay? Alles wieder im grünen Bereich? Jawohl. Gut. Ja, dann... Warten wir einfach mal auf, was noch so kommt. Ne, du darfst dich mal selber beschäftigen. Das ist in Ordnung. So, was macht Marky Boy? Hast du jetzt doch noch so lange geschlafen? Mein Gott, das ist 6 Uhr. In der Stunde musst du schon wieder los. Okay, er ist auch nicht so gut drauf. Ja, wir müssen unbedingt mit euch was unternehmen. Auto kaufen. Das wäre sogar eine Idee, die wir jetzt umsetzen könnten. Weil wir haben ja so viel Geld bekommen, gell? Da können wir euch ein Auto kaufen. Wollen beide sogar. Okay. So, und er schnarcht sich hier noch was. Ja. Das ist in Ordnung. So, wenn du aufstehst, darfst du hier dich direkt ums Geld kümmern. Ja. Och, und schon ist er wach. Bist aber noch nicht ausgeschlafen, oder? Naja, egal. So, und dann kannst du... haut das zeitlich hin, oder? Komm, gehst du lieber unten, damit ihr euch nicht in die Quere kommt hier. Gehst du bitte da benutzen und hier säubern und duschen. Ah, und die liebe Regina ist uns was am Singen. Aha. Genial. Echt genial. So, du setz dich hin, genau. Guck mal, bitte umschalten auf Dance TV. Das passt. Oder Sport wäre es auch noch gewesen, aber ich glaube, das macht euch Teenies immer noch am meisten Spaß.
Ihr Spaß ist voll, sie könnte aber mal mitmachen. Komm, mach mit, dann könnt ihr zwei auch ein bisschen babbeln noch, bis der Schulbus kommt. Das ist, denke ich, dann ganz okay. Du hast ja immer noch deinen Schlafanzug an, Mädel. Na gut. So, der Regina singt sich was und er muss noch duschen. Die Kinder gehen in die Schule. Das Ding ist sauber, ja. Dann haben wir den Vormittag schon soweit abgehandelt, denke ich mal. Das heißt, wir können in der nächsten Folge, die ich ja dann noch aufnehmen werde, auch mal wieder mit Manuel ins Fitnessstudio, sag ich, in die Arbeit, also ins Autohaus. So. Gut, ab ihr Kiddies. Ab in die Schule und dann kann ich nämlich hier Pause machen, damit der Part nicht wieder überlang wird. Ich habe halt jetzt sehr viel gequasselt und so weiter, aber ja Gott. War ja auch ein bisschen was zu erklären, vor allem halt wegen der Frage, was ich hier machen soll, ob ihr damit einverstanden seid oder was ihr euch für Nalina oder so noch wünscht. Ich denke mal, Marky Boy wird damit einverstanden sein, wenn ich seinen Lebenswunsch erfülle. Und ja. Gut, dann werde ich jetzt hier, wie gesagt, stoppen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Freut euch auch, dass Ringo da ist. Der sieht gerade ein bisschen schwarz-weiß aus. So von oben. Ja, und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Part im Autohaus weitergeht, ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.